Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Minecraft After Humans. Und wir müssen jetzt unbedingt was essen, weil wir sind ja das letzte Mal schon verhungert. Und ich möchte jetzt nicht beim Dachbauen verhungern. Das wäre das Schlimmste, was mir jetzt passieren könnte. Deswegen gehen wir mal ganz schnell zurück, weil wir haben... Oh doch, wir haben sogar noch zwei Hamburger in der Tasche, aber ich würde mir gerne noch einen holen. Damit wir damit ja keine Probleme kriegen. So. Obwohl, das reicht erstmal, oder? Ach ne, dann können wir auch weitermachen. Wir sind ja gerade beim Schuppenbau und ja, das nimmt ganz schöne Dimensionen aus, möchte ich sagen. Nein, setz dich doch mal richtig hin hier. Aber es geht schneller, als ich gedacht habe. Ups. So, dann können wir die schon wieder wegnehmen. Dann müssen wir da drunter wieder die Schrägen machen, damit das halbwegs gut aussieht. Oder sind wir hinten einen weiter? Ich muss mal gleich gucken von vorne. Aber müsste so die Weite sein, ne? Warte, gucken wir mal. Ja. Passt. Entschuldigung. Ja, ein bisschen höher müssen wir. Sonst kommen wir da nicht ran. Wenn ich da bin, komme ich da ran. Da komme ich überall ran. Dann mache ich mir mal hier so eine Reihe Steine. Damit wir die Schrägen hier rankriegen. Läuft gut heute. Ja. Platsch, platsch. So, dann müssen wir das nur decken und ich wollte das ja aus Stroh machen, aber wir haben natürlich viel zu wenig Stroh dafür. Und ja, müssen wir mal sehen, wo wir das ganze Stroh herkriegen. Jetzt muss ich die ganze Zeit Stroh ernten, denke ich mal, damit wir... nein. Machst du? Hat er gemacht? Warum? Ich hoffe, das passt. Hups. Aber ganz gut aus. Was hat er da gemacht? Da hat er auch einen falschen gesetzt, ne? So. Das passt alles. Gut, dann haben wir das Dach ja halbwegs fertig. Jetzt muss man es nur von innen ausbauen. Das sollte ja auch ganz schnell gehen. So. Wie viele Schrägen haben wir noch? Ja, das sollte auch nicht. So, Problem wird nur draußen. Da oben. Hier müsste das eigentlich ganz einfach sein. Entschuldigung. So, zumindest hier, wo wir unseren Hängeboden haben, da müsste das noch alle gut sein. Dann müssen wir uns da drüben halt mal kurz was drüber bauen. Ja, ich setze den falsch. Warum auch nicht? Klatsch. Wird schon wieder dunkel. Muss gleich wieder schlafen gehen. Oder das liegt daran, dass wir hier immer noch diese Taumkraft-Biom haben. So, jetzt wird es aber schwierig hier lang zu laufen, ne? Funktioniert ja super, wie ich mir das vorgestellt habe. Na komm, wir gehen kurz schlafen. Sonst stehen wir hier mitten in der Nacht. Sonst wird es dunkel. Und wir sehen nichts mehr. Ich wahrscheinlich noch besser als ihr denn. Ach doch, das sieht schon schön aus. Bloß wenn das der Schuppen ist, möchte ich nicht wissen, wie am Ende das Bauernhaus aussieht. Das muss ja riesengroß werden. So, jetzt geht's weiter hier. Ja, im Grunde müsste ich den Steg doppelt so breit machen, dass ich da laufen kann, wenn ich es wollte. Ich glaube, Slabs haben wir noch genug da. Könnten wir machen. Hat er den richtig gesetzt? Ja.
Und von innen vielleicht Bretter und von außen dann mit Stroh belegen. So habe ich mir das vorgestellt. Außer ihr habt noch eine bessere Idee, dann könnte man das natürlich noch ändern. Ich hoffe, das war der richtige. So. Du bist oben. Ja. Und da komme ich natürlich nicht ran, ohne dass er den falsch setzt, wa? Oder gar nicht erst richtig macht. So. 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 Der kann weg. Der kann weg. Ja, setzt er nicht hin. Na? So. Ne. Gehen wir runter. Wenn ich den jetzt zuerst setze, klappt das besser, wa? Ja. Machen wir das hier mal hoch. Obwohl, hier ist ja nur der. So. Dann haben wir die Seite doch schon mal fertig. Überlege ich, ob ich hier echt noch eine Zweierreihe mache. Wir können ja mal gucken, wie es aussieht. Ja, dann kann man da natürlich rumlaufen. Da kann ja einer Reihe bleiben. Das wäre ja egal. Ja, kann man eigentlich so machen, oder? Also, nicht. Ich glaube schon. So, der ist jetzt einfach nur, dass ich das Dach dahin kriege. Er kommt wieder weg. So. Geht auch schneller als das von außen. Aber ist ja jetzt auch alles fertig, sozusagen. Ja, ups, da. Doch richtig. Die sind falsch. Warum auch immer. Der mittendrin, die dann falsch setzen muss. So, und jetzt hier noch. Naja, ist doch schon mal schön. Dann können wir den Steg wieder wegnehmen. Hätte Carpenter-Blöcke nehmen sollen. Die wären leichter weggegangen. Dachte, ich komme jetzt unterm den Beinen den Boden weg. So, jetzt neu hier. Ups. Naja, gut, passt. So, zack, zack, zack. Und richtig, ja. Sah gerade irgendwie komisch aus. Machen wir die mal auch weg. Den dahin. Der kann weg, ne? Ja. Und dann haben wir das Dach fertig. So. Ups. Haben wir das Dach fertig? Fertig. So, wie sieht das jetzt von Weitem aus? Ja. Muss natürlich halt noch ein bisschen ausgebaut werden, aber ja, ja. Kann man schon mit leben, ne? Brauchen wir auf jeden Fall hier nochmal das dunkle Holz, Fichtenholz für oben. Und ja, welches Holz nehmen wir denn innen? Wollen wir da auch Fichtenholz nehmen oder wird es zu dunkel? Oder wollen wir lieber Tropenholz nehmen? Gute Frage, ne? So, Fichte brauchten wir. Hatten wir schon alles weg, wa? Gold. Hier haben wir Fichtentreppen. Aber wo haben wir die Fichte? Da. Das Deck sollte ja reichen, ne?
Machen wir am besten Slabs draus, dann haben wir mehr davon. Verballern wir nicht zu viel Holz. So, da wir die Karten dann nutzen, geht das ja. Da geht das. Oh, die Bäume sind gewachsen. Mann, das ging ja schnell. Schön. Können wir sie gleich umnieten. Wenn wir die Taschen leer haben. Huch. So, sieht man das jetzt draußen, dass wir die so gemacht haben? Mal, wir machen hier vorne auch gleich und dann gucke ich mal von unten kurz. Weil das sieht hier irgendwie komisch aus. Nicht, dass wir da jetzt was falsch machen. Wir gucken. Ne, ist alles okay. Weil die Spitzen sind da so drin, das sah so komisch aus eben beim Bauen. Ach, mit den roten Bäumen, das sieht aber echt gut aus. Gefällt mir. So. Dann machen wir das hier auch aus diesem dunklen Holz. Oben könnten wir den Baumstamm reinziehen. Damit das wirklich so ein bisschen nach Scheune aussieht. Kann ich nicht gucken, Eva? Hä? Achso, der hat einen ganz anderen Block genommen gerade. Macht dann das schon wieder. Will die? Ist aber nicht so einfach hier. So, so. Ist ja nicht so einfach hier, du. Mit vernünftig hinzulegen. So. Das ist jetzt wieder einfacher. Kann nicht sein. Irgendwie nicht. Er verbaut sich trotzdem immer noch. Ich hab ein Brett im Kopf. Ach, Mann. Weg mit dir, weg mit dir. Warum hat der da das drauf? Hä? Also an der Schräge kann man keine andere Textur rüberlegen, oder wie? Dann müssen wir das so machen. Achso, der hat ja hier die Blöcke gewechselt, ne? Der macht das Sinn. Dass das plötzlich ein anderes Holz war. Dupp-di-dupp-di-du. Und draußen müssen wir das natürlich auch machen, ne? Oder? Eigentlich schon. Ändern sich die Dächer bei Schuppen draußen? Nee, ne? Die bleiben so, wie sie innen sind, ne? Keine Ahnung. Mann, setz den doch dahin, wo ich ihn hinhaben will. Also bei Kocke. So, nicht bewegen. Gut. Ach komm. Nimm noch das Holz, was ich hatte. Und nicht irgendein anderes Holz. Es wird schon wieder Nacht. Also Carbon ist manchmal echt schwer zu bauen. So. Haben wir schon mal erstmal fertig hier.
Brauchen wir die Seite noch? Und dann müssen wir hier unbedingt Licht reinzimmern, glaube ich. Sonst gehen wir hier irgendwann im Dunkeln. Warum setzt du den denn jetzt schon wieder dahin? So. Gehen wir schnell schlafen und dann machen wir hier vorne zu. Und wie sieht's aus, wenn man reinkommt? Ach ja, das sieht ganz gut aus. Kann man so lassen. Wenn das Dach dann irgendwann mal aus Stroh ist, dann sieht es bestimmt gut aus. So, aber ich würde für heute schon mal Schluss machen. Sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.